Eine Chemotherapie ist meistens eine intravenöse Therapie mit einem Zytostatikum. Ein Zytostatikum ist ein Medikament, das Zellen unkritisch zerstört. Das heißt, es werden nicht nur die Leukämiezellen angegriffen, aber auch gesunde, vitale und schnell teilende Zellen. Eine Chemotherapie bei AML ist immer noch der Backbone vieler Behandlungen bei dieser Erkrankung, besonders für Patienten, die fit genug für eine intensive Therapie sind. Häufig wird allerdings diese Chemotherapie mit anderen Substanzen ergänzt, zum Beispiel einer zielgerichteten Therapie oder auch einer Antikörpertherapie. Das erste Ziel der Chemotherapie ist das Erreichen einer kompletten Remission. Was versteht man unter einer kompletten Remission? Eine komplette Remission ist ein Verschwinden der Leukämiezellen, der Blasten im Knochenmark unter 5% und eine Wiederherstellung des normalen Blutbildes. Nach Erreichen der kompletten Remission wird die Chemotherapie dazu verwendet, diese Remission zu erhalten. Das heißt, es müssen Sicherungstherapien, sogenannte Konsolidierungstherapien, gegeben werden und im Fall des Falles eine Erhaltungstherapie oder alternativ eine allogene Transplantation.